Ich hab's euch gesagt und trotzdem heulen einige rum. Oh, bei Bitwavo und bei Bitpanda müssen wir so viele KYC und so und dies und das wird von uns verlangt. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Caro, das Ding mit eToro, dass die in Deutschland keine Kryptos mehr anbieten aufgrund Regulatorien, macht mir etwas Bauchschmerzen. Denkst du, dass noch weitere Börsen folgen werden? Wie siehst du das? Ich hab's euch gesagt und trotzdem heulen einige rum. Oh, bei Bitwavo und bei Bitpanda müssen wir so viele KYC und so und dies und das wird von uns verlangt. Das wird in Zukunft kommen. Jeder, der diesen Regulatorien nicht gerecht wird, wird hier einfach bei diesen Börsen auch von Deutschland aus nichts mehr einkaufen können. Das ist halt der Grund, warum wir Bitwavo empfehlen, warum wir Bitpanda empfehlen und warum wir so viel Werbung für Bitwavo machen. Ich kann es euch einfach nur sagen, ihr könnt es so annehmen oder ihr könnt sagen, ach, der erzählt hier nur Quatsch. Wir haben keinen Vertrag mit Bitwavo ausgehandelt, wo sie uns vorschreiben, wie oft wir Werbung machen sollen. Ihr Service ist einfach bombastisch. Zweitens, die haben eine der niedrigsten Gebühren weltweit. Drittens, es gibt vielleicht nur eine Handvoll Exchanges, die euch eine 100.000 Euro Versicherung auf eure Assets geben, wenn ihr eure Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Viertens, und jetzt kommt das, was einfach ein Ding ist, was mir sehr, sehr wichtig ist. Sie sind sowas von menschlich. Egal wie lange wir jetzt schon mit denen zu tun haben, sie begegnen uns immer auf Augenhöhe. Ihr habt das Video gesehen, wir sind weltweit, nicht deutschlandweit, weltweit die ersten Krypto-Influencer gewesen, die in eine Exchange rein konnten und ein Review gemacht haben von einer Exchange, wie das da drin aussieht. Leider haben, ich hätte mir gewünscht, dass das Video auf 100.000, 200.000 Aufrufe gegangen wäre. Leider ist es weit darunter geblieben, schade eigentlich drum. Aber dort konnte man schon sehen, was das für Menschen sind. Dass sie einem auf Augenhöhe begegnen, dass sie nicht diese hochnäsigen, überheblichen sind, die schon Millionen verdienen als CEO und da sich dann anders hinsetzen und hochnäsig mit uns reden. Auf keinste Art und Weise. Sie haben uns wie ihre wichtigsten Geschäftspartner behandelt. Nicht so, ach, ihr seid die kleinen Influencer und so, kommt mal, wir sagen euch ganz genau, was Sache ist. Auf keinste Art und Weise haben wir so ein Gefühl gehabt. Wir haben uns als ziemlich seriös und ernst wahrgenommen gefühlt und aus menschlicher Perspektive sind das einfach Bombenleute. Und darum gönnen wir ihnen das von Herzen, wenn die schon so einen gigantisch guten Service anbieten und auch noch menschlich so gut unterwegs sind, dann haben sie es gar nicht anders verdient. Ich würde am liebsten alle, die es hier gibt, alle 56.000 dorthin pressen und sagen, geht rein, wenn jemand Geld verdienen soll darin, dass man Kryptos einkauft, dann sind die das. Wünsche ich denen einfach vom ganzen Herzen. Das sind die Hauptgründe. Und dann kommt noch eine Sache, wo sich meine Einschätzung ihnen gegenüber komplett bestätigt hat und diesen Stempel draufgesetzt haben. Über 200 Millionen sind durch wie hieß das nochmal? Galaxy Digital? Ich habe den Namen jetzt vergessen, die in den USA die Insolvenz angemeldet haben. Sie waren Teil von Galaxy Digital, glaube ich. Und das Staking, was man bei Bitwavo betrieben hat, wurde über einen Drittanbieter realisiert und das waren die pleite gegangen sind. Und 200 Millionen an Assets von Bitwavo-Kunden waren dort. Wenn man jetzt bei Bitwavo staked, dann steht es in den allgemeinen Geschäftsbedingungen und man musste auch ein Häkchen ankreuzen und OK drücken, dass das über einen Drittanbieter läuft und dass Bitwavo keine Haftung übernimmt. So, okay, 200 Millionen sind weg, meine lieben Kunden von uns Bitwavo. Wir haben euch gesagt, es steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, wir übernehmen keine Haftung dafür, denn ihr habt das bei einem Drittanbieter gemacht. Hätten sie machen können. Was haben sie aber gemacht? Sie haben ihre Kunden ihr gestakten Assets zurückgezahlt. Ich habe alles unstaked, ich habe alles wiedergekriegt. Nicht ein Cent, nicht ein Coin hat gefehlt. Und das Ganze haben sie aus ihrer eigenen Tasche bezahlt und haben gesagt, pass mal auf, wir gehen das Risiko jetzt ein für unsere Kunden, dass wir das Geld irgendwann bei Galaxy Digital zurückkriegen müssen. Sie gehen davon aus, dass sie 80% mindestens zurückkriegen werden und eventuell auch, wenn das Gerichtsverfahren also was durch ist, dass sie 100% sich zurückholen können. Aber da spekulieren sie erstmal hart drauf. Was sie aber gemacht haben, ist,
Sie sind für ihre Kunden eingestanden, obwohl sie das nicht hätten tun müssen. Nennt mir ein Riesenunternehmen, was sowas macht. Die sagen alle einfach, tut mir leid, Drittanbieter, Geld ist futsch, ziehen sich wahrscheinlich eure Coins dann noch ein und holen sich ihr Geld dann nochmal. Nicht mal das haben sie gemacht. Und darum empfehle ich euch Bitwavo vom reinsten Wissen und Gewissen.